Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja Leute, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2. In dem gruseligsten Teil bis jetzt. Ja, was soll ich dazu sagen? Wenn ihr den vorigen Part gesehen habt, dann wisst ihr alles. Wir. Och, das ist wieder so einer, ne? Das ist genau das Model von dem. Obwohl die Entwickler sind ja. Peace! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, wie soll ich da weggehen? Ich kann doch nicht weggehen. Nein, ganz vorne. Ja. Jetzt seht ihr nochmal alles. Mit schnell Durchlauf. Mach die Taschenlampe an. Jetzt. Hey, 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 hey. Ich weiß nicht mehr, welcher es war. Der da. Okay, und der da. Beide. So, ihr zwei. Wir gehen jetzt hier rein. Ja. Bleibt mal so stehen. Ich weiß nicht, wo der zweite ist. Welcher war der zweite? Ach, dahin. Wir merken uns dieses Model mit der Hakenhand, ohne Kopf und nur ein Bein. Von denen haben wir Angst. Ja doch. So, Hakenhand, nur ein Bein. Das bist du. Oder du. Verdammt, das war der. Okay, es ist also nicht abhängig vom Charaktermodell. Gibt mehrere von denen. Ah, mehrere Modelle. Alter. Ist gar nicht so einfach. Lichtstrahl so einzustellen. Leute. Seid friedlich. Ah. Komm, geh da rauf! Schnell! Oh mein Gott! Ja. Ja, müssen wir auch nicht zwischenspeichern. Ist gut. Du tust mir nichts, oder? Gut. Hier wird's weitergehen. Wie sieht's da hinten aus? Ist wieder so ein Böser, ne? An der Tür. Wer hat Angst vom bösen Hakenmann? Ich glaube, der greift mich jetzt durch die Tür und ich bin tot. Nicht? Gut. Okay. Hier ist anscheinend nichts mehr. Ekelhaft. Auf. Ah, die Hand kann ja hier noch irgendwo sein, ne? Ja. Lecker Toilette. Kann man hier spülen? Bitte? Nicht? Mach die Tür zu. Ah. Siehst du? Hat sich doch mal was hinter der Tür versteckt. Und zwar nichts. Nee. Da geht's auch noch rein, oder? Ja, Mann. Thank you.
Licht ein. Licht ein. Ich will da aber noch gar nicht runter. Ich will zuerst gucken. Ich weiß ja nie, ob ich den richtigen Weg gehe oder ob ich was übersehe. Das ist ja das. Darum gucken wir zuerst mal, ob da hinten noch was wäre. Hier zum Beispiel könnte man wahrscheinlich rein. Wahrscheinlich. Nein, können wir nicht. Fuck! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Verdammt! Tja. Sollten wir dann vielleicht doch da hinten in das Loch bringen? Jetzt bin ich verwirrt. Also, ich versuche das jetzt mal mit dem Loch. Oh mein Gott. Die Hände. Ekelhafte Hände. Ah, dann ist man tot. Interessant. Ja, kann man ja nicht wissen. Ich meine, hätte ja auch was Geheimes sein können. Gut, jetzt kommen gleich wieder die Hände. Da. Ih! Ihr habt mich. Man muss also doch hin und her gehen. Dachte, wenn ich in der Mitte laufe, bin ich safe, aber nee. Vielleicht kann ich durchschleichen. Das wäre ja langweilig, oder? So, los! Nein! Zu nah ran. Ja, aber wie? Aber wie? Aber wie? Wenn ich ganz an der Tür entlang gehe, können die da runtergreifen? Das versuchen wir jetzt auch schnell. Auf der Gefahr, dass wir ein bisschen sterben jetzt. So, 3-3. Vorne ist es jetzt. Da ganz an der Tür entlang. Aha, mit safe. Aha. Alter. Alter. Was haben die Entwickler geraucht? Ah! 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 Verdammt. Ja, nicht am Klo, nicht am Klo. Oh, verdammt. Gut. Wir versuchen es. Speedrunner-Tactics. Einfach Augen zu und durch. Geht nicht. Gut. Verdammt. Nein! Das war ja die Hand. Nein, nein, nein. Ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Es tut mir leid. Das, wenn ihr das jetzt 10-mal sehen müsst, so. Vielleicht schneide ich es auch, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich. Ich kann auch noch umgreifen. Nicht. Jetzt kommen gleich die E-Klicken. Los! Laufen, 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 laufen! Nicht zu schnell, sonst sehe ich nicht wohin. Ah! Warum? Warum, Leute, warum? Wo soll ich denn da hin? Mann, jetzt habe ich das Mikrofon geschlagen. Nee,
Ich glaube, ich schneide das. Und seht ihr das zu oft? Das wäre ja nicht spaßig, oder? Wir machen einfach eine längere Folge. Und durchrutschen. Ja, das habe ich auch noch nie probiert. Ah! Mein Gott, geh doch durch! Verdammt! So Leute, ich habe das jetzt ein paar Mal versucht. Bin dann drauf gekommen. Ich habe eine wichtige Sache vergessen. Die Taschenlampe. Denn mit der Taschenlampe kann man die ja blenden. Tja. Ihr seht gleich, was ich meine. Denn der erste Teil, der ist ja ganz einfach. Da kann man einfach durchlaufen. Mal rutschen. So, dodgen wir hier. Das ist easy. Jetzt kommt aber einer, den muss man blenden. Kann man das nicht schaffen? Das kann man nicht schaffen, anders. So. Der hier auch. Dann ist es ganz einfach. Außer die können jetzt hier auf. Nein, sie können nicht hier auf. Gut. Leute, ja, endlich. Ich kann den Timer wieder anstellen. Ich habe den Timer so lange ausge... Och, ja, gut. Dann sind es ab jetzt noch 10 Minuten Folge, würde ich sagen. Nein, nicht vom Kontrollpunkt. Nein, 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 nein. Auf keinen Fall, auf keinen Fall, auf keinen Fall. So, und dann geht's weiter. Gib gleich das Licht an. Mach das Licht an. Mach das Licht an. Aha, eine Dusche, Seife. Seife, Seife. Gib mir die Seife. Gib mir die Seife. Mann, wirf die Seife. Licht an. Aha. Hier wurde eine zwangsgebadet. Kann ich dich schubsen? Nicht? Kann ich über dich drüber laufen? Auch nicht. Tja. Wie geht's jetzt weiter? Leute, nach den letzten Rätsel, ich bin so fertig gerade. Ja, was? Nicht Rätsel. Ich meine das. Für euch ist das ja nur ein- bis zweimal durch die Hände durchlaufen, aber bei mir waren das, ich glaube, jetzt eine halbe Stunde oder so. Weil ich einfach zu blöd war, die Taschenlampe zu benutzen. So. Gehen wir da rein. Wehe, jetzt kommt mich das Händchen wieder besuchen. Extra Raum anscheinend. Immer wieder raus. Schade. Vielleicht hätte ich Seife mitbringen sollen. Na, wenn das nur ein extra Raum ist. Oder wird aus dem Seife gemacht? Wie macht man eigentlich Seife? Brauche ich nicht. Vielleicht ein Stück Seife? Nein, komm, nimm's mit. Ja. Gib mir die Seife. Nicht? Da rein vielleicht?
geht nicht. Nee, geht nicht. Ja, da muss ich rauf. Der steht so verdächtig in der Mitte, ne? Den anschieben. Nicht? Ziehen vielleicht. Muss ich jetzt wirklich dies... Okay. Also man kann jetzt ziehen. Nur es lässt mich nicht. Warum? Was übersehe ich? Was übersehe ich? Was übersehe ich? Schreien? Hey oder so? Muss ich wirklich die Box von hier? Echt? Ist es so stumpf? Nicht da rein? Nee. Jetzt kann ich sie nicht mehr ziehen. Ah doch. Muss ich die jetzt wirklich darüber ziehen? Besseres ist denen nicht eingefallen. Echt jetzt? Sorry, Leute. Ich mach's falsch, oder? Komm, schieb's rüber. Rüber da. Das ist falsch, oder? Leute, das ist falsch. Das, aufs Waschbecken komme ich halt auch nicht, ne? Das konnte ja auch nicht die Lösung sein. Nee, nee. Kann ich den mit Seife bewerfen? Ist es so einfach? Doch. So. Nee.
Also man kann das bestimmt bewegen. Denn man kann es ziehen. Nur der bremst halt wahrscheinlich. Er drückt auf die Bremse, der Junge. Kann ich ihn wegblenden? Oh mein Gott. Ich hänge wieder an so einem einfachen Rätsel. Ich muss doch da raus, oder? Es gibt's ja nicht. Leute, ich habe keine Ahnung, es tut mir leid. Ihr habt schon dreimal gesehen wahrscheinlich, ne, was ich tun müsste. Das Licht ausschalten vielleicht? Ja. Ha! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Man rechnet damit. Hat trotzdem Angst. Oh mein Gott. Jetzt fällt gleich der Strom aus, oder? Leute, 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 Leute. Ja gut. Ich würde sagen, damit beenden wir die Folge. Danke fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt einen Kommentar, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr Bock drauf habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.